Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat soeben ein 0:0 zu Hause gegen den SK Rapid geholt, wenn man so will. Im Endeffekt also ein Unentschieden zu Hause gegen die Hütteldorfer. Okay, kann mal passieren. Auf jeden Fall unsere Blackies zumindest weiterhin an der Tabellenspitze. Das ist ja schon mal was. Und naja, das Spiel eigentlich eher so von der Spannung gelebt, würde ich persönlich behaupten. Ein, zwei gute oder halbwegs gute Torschancen in der ersten Halbzeit. Bei Rapid hat man eigentlich nur in den ersten 5 bis 10 Minuten ein bisschen was gesehen. Und von dem her war es dann auch ein legitimes 0:0 zur Pause. Zweite Halbzeit eigentlich das Gleiche. Wenn was kam, dann eher von Sturm. Rapid sehr, sehr passiv über die gesamten 90 Minuten hinweg, wie ich finde. Und naja, Sturm dann eben auch in der zweiten Halbzeit mit ein, zwei guten, halb bis vielleicht richtigen Chancen. Danny Allard und auch von Boltzmann, das waren eigentlich da die aktivsten am Feld, wie ich finde, was die Torschancen anbelangte. Im Endeffekt ein 0:0 ohne großartig explizite Highlights, aber naja, man kann mit dem 0:0, denke ich, durchaus leben. 4 Punkte gegen Rapid aus 2 Partien sind ja auch nicht so extrem schlecht. Von dem her ist es, glaube ich, verschmerzbar. Und naja, in dem Sinne würde ich mich dann auch schon wieder verabschieden. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. Euer Elias, auf die Schwurzen und bis dann. Ciao, ciao.